Die Occupy-Bewegung gehört zu den wichtigsten sozialen Bewegungen unserer Zeit. Sie stellt das Bankensystem in Frage, aber vor allen Dingen auch ein Gesellschaftssystem, das auf dem Profit weniger, dem unermesslichen Profit weniger aufgebaut ist. Das Demonstrationsverbot in Frankfurt ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder betont, dass Demonstrationen dort stattfinden müssen und dürfen, wo das Objekt der Begierde ist. Das heißt, wo die Bankpaläste stehen, wo die Bankenmanager ihren Arbeitsplatz haben. Das jetzige Verbot ist auch politisch völlig falsch, weil die Menschen werden sich versammeln und wenn sie kein ordentliches Demonstrationsziel haben, keine ordentliche Demonstration stattfindet, wird viel größer die Gefahr sein und das Risiko sein, dass das aus den Fugen gerät.